So, unsere Freunde, hallo zusammen und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute wollten wir, ich und meine Frau, die Pinja, wollten einfach mal über ein wirklich sehr interessantes Thema sprechen. Und zwar, kann der Farang jede Frau in Thailand haben? Weil es gibt so viele Vorurteile, zum Beispiel, dass der weiße Mann, der auch noch ein bisschen Geld hat, dass da jede thailändische Frau flachlegen kann. Dass der jede Frau in Thailand heiraten kann, dass praktisch jede Frau mit ihm, nur mit ihm, mit dem weißen König praktisch in die Kiste steigen will und das, damit sie praktisch respektvoll angesehen wird in Thailand, dass sie einen weißen Mann hat und dass die anderen Thai-Frauen das nicht haben und dann fährt sie einen schönen BMW, vielleicht Mercedes oder wie auch immer. Sprich, das Thema ist ganz einfach. Kann der weiße Farang, das kann jetzt ein Deutscher sein, Schweizer, Engländer, wie auch immer, Australier, jede thailändische Frau flachlegen oder wenigstens mit dir in eine Beziehung kommen oder vielleicht auch heiraten? Sprich, jede, die er will. Jetzt würden wir das Thema besprechen. Genau. Was denkst du, was ist deine Meinung? Also meiner Meinung nach, ich fange an. Meiner Meinung nach, der weiße... Esther, ich muss hören und was sagst du? Genau. Also ich denke natürlich, klar, es gibt sehr viele Vorurteile, ja. Es heißt ja immer, oder bei manchen Menschen, die denken, dass Thailand ein Land ist des Sextourismus praktisch. Dass der weiße Mann nach Thailand kommen kann und alles machen, was er will. Das ist ein Vorurteil für mich. Ich denke mal, das ist nicht die Wahrheit. Klar, es gibt da bestimmte Ecken in Thailand, wie Pattaya, Phuket, Bangla Road und auch Walking Street, wo praktisch das, es gibt das in Thailand, in diesen Ecken, aber das ist vielleicht 2%, 4, 5% maximal vom ganzen Land. Und die restlichen 95% ist ja komplett anderes Thailand. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe gehört, dass Thailand ist Nummer 1 in dieser Welt über das. Aber ich habe keine Probleme mit das. Das ist ganz, das ist wie eine Arbeit. Aber normalerweise thailändische Government muss richtig machen mit diesen Leuten. Was meinst du richtig machen? Nicht verboten oder muss richtig machen über Gesundheit oder über wie lange. Also praktisch, dass sie getestet werden, ob sie HIV haben oder nicht. Ja, gesund checken. Everything muss richtig machen, wie andere Land. Gibt es auch, zum Beispiel Deutschland gibt auch. In Deutschland gibt es auch viele Tipps, ja, das stimmt. Yeah. In Deutschland ist es aber legal, in Thailand ist es illegal. Das ist der Unterschied. Ja. Aber das ist nicht gut für diese Frauen. Das ist nicht gut für diese Frauen. Und Polizei immer geht und dann kann ich finden, wo ist diese Frauen. Ja. Das ist ganz nicht normal für uns. Aber dass du jetzt das eine sagst, hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Das ist ja ganz anders. Also das, was ich gesagt habe, hat ja mit dem Thema, was du sagst, jetzt nichts zu tun. Ja, ich weiß, aber ich spreche über dieses Thema. Ja. Aber wann sagst du wie jeden Frau weiß man kann nehmen, wann sie haben geht. Da kommt ein ganz reicher Europäer und da kann er jede Flach legen. Ich sage ihm mir natürlich nein. Ja. Nein, das ist passiert nicht. Das ist funktioniert nicht wie das. Ich sag ja. Vielleicht in Tourismusplatz, aber genau. Normalen Platz. Um das geht's. Also meiner Meinung nach, klar, wenn du auf der Walking Street in Thailand bist oder in Pattaya oder auf der Bangla Road, da kannst du als Weißer, kannst du jede flach legen. Du kannst da wirklich jede flach legen, die du da siehst, die dort arbeitet. Weil das ist ihr ihre Job. Arbeit. Das ist ihr Job, genau, richtig. Und da kannst du wirklich einfach jede, egal ob die jetzt toll aussieht, keine Ahnung, hässlich, große Titten hat, großer Arsch, kleiner Arsch, sei es drum, du kannst da einfach kurz hinkommen. 1.000 Euro, oder was 1.000, 2.000 Baht, 4.000 Baht auf den Tisch legen und sagen, hab, hier, jetzt kommst du mal mit, hier noch eine Bar fein, bezahlst noch die Bar und dann kannst du Halligalle, da kannst du Bum Bum Party machen, solange du halt das nötige Geld hast. Wenn das Geld weg ist, dann ist die Frau auch weg. Klar, das ist ein anderes Thema. Das hat aber was zu tun, nur in diesem
Rotlichtbezirk, also nur im Puff, Walking Street, Soi Boakao, Bangla Road, Nana Plaza. Warum weißt du alles? Ich war da schon überall. Ich war da schon überall mit meinen Kumpels. Okay. Ist ja ein ganz anderes Thema. Nur auf was wollte ich hinaus? Ich wollte einfach mal sagen, dass wirklich, klar, kannst du jede haben, aber nur in diesen Hotspots sozusagen, nur in diesen Gebieten, nur in diesen Arealen praktisch, wo halt der Puff praktisch die Straße ist. In Deutschland musst du halt dahin gehen, ich weiß nicht, wie das genau abläuft, aber du musst auf jeden Fall, das gibt's, obwohl in Deutschland gibt es auch Straßenstrich sozusagen. Ja, ich habe gesehen. Auf der Straße. Stuttgart. In Stuttgart, genau, gibt es auch, ja. Oder auch in München oder in Berlin gibt es ja auch. So. In Thailand gibt es natürlich auch. Nur in Thailand ist es alles verbunden mit Entertainment, mit Show, mit Bars, mit Musik, mit Touristen. Und dann, wenn du irgendwo an einer Bar bist, da tanzen die Mädels, machen Striptease und dann kannst du, klar, das ist ihr Job, aber das heißt nicht, wenn du aus Pattaya weg bist und dann fährst du nach Samut Prakan oder du fährst nach Nakhon Pathom oder du fährst nach Chiang Mai. Und du kommst zu einer Frau, du lächelst sie an und dann willst du ins Gespräch mit ihr kommen und dann willst du die vielleicht, du kannst ja jede haben. Das denkt ja der weiße Europäer, einige von denen, ja, die halt nicht ganz beisammen sind. Genau, die denken halt, dass sie jede haben können. Und da täuschen sie sich, weil da irgendwo in der Provinz oder wo auch immer, du kannst ja nicht mal mit der Frau sprechen, wenn du nach Nakhon Pathom gehst oder wo auch immer, in Thailand, Chiang Mai, vielleicht versteht die thailändische Frau nicht. Und wenn du ihr Geld gibst und sagst, komm, ich will dich heiraten und ich will eine Beziehung mit dir haben oder ich will dich einfach mal bum bum oder wie das heißt, ja, genau. Aber das heißt ja nicht, dass sie mit dir in die Kiste spricht oder dass sie mit dir praktisch eine Beziehung eingeht, oder? Ja, aber ich habe keine Probleme mit dieser Arbeit. Mhm. Aber wann sagen Sie wie, ich habe Geld, ich kann Geld. Jede haben, ich kann jede Flach. Das ist nicht richtig. Aber weiß man natürlich ganz spezifisch, besonders für uns. Wir gucken, oh wow, das ist ganz andere. Ganz. Ja. Hübscher Mann oder ich weiß es nicht. Klar, wenn zum Beispiel die Sympathie stimmt, wenn zum Beispiel eine Frau oder eine thailändische Frau, so wie bei uns beiden, ja, da hat einfach mal, ich bin nicht zu dir hingegangen und habe gesagt, hey du, ich habe hier 5000 Euro oder 5000 Baht. 5000 so many. Ja, ich meine, da muss schon eine Sympathie da sein. Für mich? Ja, für dich. Ich meine. Wenn du sagst wie das, ich habe 2000 kommen. Ich gucke, vielleicht klang, oder? Ja, auf jeden Fall, guck mal, auf was wollte ich hinaus? Ich wollte einfach nur sagen, dass zum Beispiel, dass die thailändischen Frauen, genauso wie jede andere Frau, aus Deutschland, aus Österreich, aus Ukraine oder wo auch immer jetzt, egal wo, aus England, dass die praktisch, wenn der Mann ihr gefällt, warum nicht? Ja? Ja. Dann ist sie nicht, sagt sie wahrscheinlich nicht nein, wenn das von beiden Seiten in Ordnung ist. Wenn sie wenigstens sich unterhalten können, so wie wir uns beide. Ja, wir konnten uns von Anfang an, weil sie spricht sehr gut Englisch und ich spreche auch Englisch beruflich und alles. Und deswegen war das für uns kein Problem. Sie spricht jetzt, also du kannst jetzt drei Sprachen, du kannst jetzt Thailändisch. Aber Deutsch muss mehr lernen. Ja, natürlich, du lernst ja Deutsch erst seit 5 Monaten. Hallo, und da bist du wirklich schon sehr gut. Hallo, wie mein Lernen, hallo. Ja, genau, hallo, das ist ja, und ich finde es wirklich gut, dass du nach 5 Monaten oder nach 5,5 Monaten so gut Deutsch sprichst. Du bist jetzt dreisprachig, du kannst Deutsch, oder sag mal, du kannst thailändische Muttersprache, du kannst Englisch, du kannst Laotisch, hast du mir gesagt. Gell? Lao, verstehen, alles. Und du kannst jetzt Deutsch, nicht alles, ja. Einigermaßen. Du kannst jetzt Deutsch, so, sprich, du kannst 4 Sprachen. Und 2 davon fließen, Englisch und Thailändisch. Genau, und da konnten wir uns unterhalten, da konnten wir mit dir reden, du konntest mich verstehen, ich konnte dich verstehen. Aber wenn der reiche Mann aus Europa kommt hier mit seinen 5000 Baht und das jeder haben kann, und dann tanzen die thailändischen Frauen. Es gibt ja viele thailändische Frauen, die reich sind, oder? Ja, gibt's. Wenn du sagst, überreich, reich sein, muss richtig reich, vielleicht 50
Millionen Euro. 100 Millionen Euro. Nicht nur 1 Million Euro. 1 Million ist zu wenig. Ja. Das ist okay, normal. Das ist nicht normal. Leicht, aber nicht richtig. Leicht. Weil richtig, gleich, okay, vielleicht viel Frau möchte mit ihm sein. Zusammen. Verstehe ich. Deswegen, also wirklich, meiner Meinung nach, das ist ein großer Vorteil, dass jede thailändische Frau praktisch leicht zu haben ist. Because many people, they think every Thai lady is, they can. Englisch, oder? Deutsch. Oh, okay, aber du verstehst, wenn ich auf Deutsch rede. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Englisch sage, some of them, they think they can just take every Thai girl. Doesn't matter how old she is, or doesn't matter from which parenthood she is, or from which house, you know, from which family. But I don't think so. You cannot take some educated girls from university, from Thailand. Wenn man richtig Geld haben, das ist kein sein. Aber wenn nicht richtig, kann vergessen. Ja. Weil ich muss immer zahlen, nicht jeden Tag, jeden Monat. Sprichst du jetzt über eine Frau aus, zum Beispiel aus Pattaya, oder sprichst du, also ich meine, es gibt in Pattaya tolle Frauen, nicht, dass die denken, sprichst du über eine Barfrau an der Bar, oder sprichst du über eine Frau an der Universität, die als Doktor arbeiten möchte? Für mich, das ist nur meine Meinung. Ich kann nicht richtig sagen, 100%, ich kann nicht. Nur meine Meinung. Wenn du hast viel Geld, oder kann alles geben für ihr, vielleicht lange zusammen. Aber wenn deine Geld fertig, diese Frau auch fertig. Du sprichst von einer Frau aus der Bar, oder? Egal. Auch Ärztin? Egal, ja. Ja? Aber du musst wie... Sprich, du musst you want to say that every Thai lady, you can buy every Thai lady. It depends how much money you have. Nicht really buy, but when you have gross Geld, das ist, you have more opportunity. Du hast mehr Möglichkeiten. Ich sage nicht ja oder nein, aber wenn viel Geld und dann... Hast du mehr Möglichkeiten? Möglichkeiten. Aber zum Beispiel, nochmal, weil wir sind immer noch an den Punkt nicht vorbeigegangen. Wenn ein weißer Farang kommt aus Pattaya, ja, und der kommt nach Bangkok und der geht in die Universität, wo Ärzte studieren, ja, zum Beispiel die Ärzte, Medizinstudenten. Und aus einem guten Elternhaus, they have a good family, er kann praktisch diese Frau, ein Europäer, ein weißer 40, 50-Jähriger, kann dieses Mädchen flachlegen. Natürlich kann nicht, wenn du sagst, okay, ich kaufe dir 50.000 oder weiß es nicht. Ja, aber ich glaube, auch... Hörst du mal? Ja, ich höre dich, ja. Du musst es richtig hören. Ja, ich höre dich, ja, okay. Ich vergesse ihn, guck. Ja, das ist das Problem, das ist dein Problem, nicht mein Problem. Du kannst einfach nicht, du musst halt dich versuchen, da zu erinnern. Yeah. Also, guck mal, meine Frage ist nochmal, ein weißer Mann aus Pattaya, ja, zum Beispiel. Du musst immer nicht richtig hören. Ja, ein weißer Mann aus Pattaya, ja, zum Beispiel. Und dann immer Fragen, gleiche Fragen. Ja, ein weißer Mann aus Pattaya, ja, zum Beispiel, er kommt nach Sirarai Hospital, ja, und eine gute Ärztin, die verdient 500.000 Baht im Monat. Und dann kommt der Weiße und will diese Frau flachlegen. Zum Beispiel, du sagst, dass diese Ärztin das macht. Okay, wenn du sagst, okay, ich kaufe dir 500.000, das ist natürlich nein, sie sagt nein. Aber wenn du magst gut für sie und du auch reicher Mann. Ja, aber ich glaube, in Pattaya gibt es nicht viele reiche Männer. Ich weiß es nicht. Ich glaube auch nicht. Zum Beispiel, du kaufst mir oder nicht? Nein. Nein. Nie 1 Euro, zum nein. Beispiel. Ja. Vielleicht du hast andere interessante Part. Ja, interessante Seite. Ja. Yeah. Hübscher Mann, oder? Dankeschön. Ich weiß es nicht. Vielleicht du hast etwas gefällt mir, nicht nur Geld. Genau. So, genau. Ich kann nicht sagen, kauf oder kauf nicht. Ja, kann kauf oder ja, kann aber nicht. Wenn man so denkt, dann kann praktisch, also ich meine, in Deutschland ist es ja nicht zum anders. Beispiel, in Deutschland ist es ja nicht anders, wenn ein Mann sehr, sehr reich ist, ja, in Deutschland, und kauft einer Frau den neuesten Porsche, ein geiles Haus. Ah, das ist interessant. Ja. Auch. Ja. Manchmal gibt es auch diese Frauen. In Deutschland sind ja die Frauen nicht anders, würde ich sagen. Ja. Und allgemein, weltweit, wenn ein ganz reicher Typ kommt, der auch sympathisch ist, und klar, und der halt das
gewisse Etwas hat und Geld hat, dann wird wahrscheinlich keine Frau Nein sagen zu einem neuen Porsche. Aber zum Beispiel, du bist leichter meinst du, hat viel, viel Geld und Auto und Häuser und, und dann du sagst zu mir, okay, geh zusammen, bleiben zusammen. Wann du bist gut zu mir, okay, ich bleibe mit du. Ich bleibe mit dir. Aber wann du... Of course, I will not stay with you with your money. Das ist cannot understand. Ja, ich verstehe dich. Ja, klar. Also kurz gefasst, das ist ein Vorurteil. This it's not true that Farang can have every Thai lady. I don't think so. Ich denke nicht. Yeah. Wenn du zum Beispiel wenn du kommst zu mir und sagst, okay, gehen wir, ich gebe dir ein 1 Million. Nein, 2000 waren das. 2000. 1 Million, 100.000 zum Beispiel. Zusammen 3 Tage zum Beispiel. Ich denke immediately, du bist krank. Vielleicht muss Krankenhaus gehen. Ja, das stimmt. Ja, das ist vielleicht krank hier. Ja, aber viele Weiße, weißt du, oder viele Europäer, die denken, dass Thailand Walking Street ist. Kennst du Walking Street in Pattaya oder Bangla Road in Phuket? Die denken, dass ganz Thailand so ist. Verstehst du? Ja. Sie kommen nach Thailand für 3 Wochen. 2 Wochen sind sie in Pattaya auf der Walking Street, 1 Woche sind sie in Bangla Road und 2 Tage sind sie in Bangkok Nana Plaza. Und dann denken die, ich war in Thailand und das ist Thailand. Aber Thailand ist nicht das. Ich war bei dir im Dorf, wo die Mönche da sind. Da sind die Frauen wirklich, die gehen, die, selbst guck mal, das kannst du gar nicht vergleichen. Die sind, die, also die sind überhaupt nicht vulgär oder sowas. Die sind, die, ihr geht auch zum Beispiel baden, zieht ihr kein Bikini an, richtig? Mhm. Ihr geht in einem T-Shirt baden. Mhm. Das ist für die Thais in Ordnung. Mhm. Weil zu viel Haut, too much boobs to see this, this is not good, yeah? Yeah, a little bit unrespect. To culture, Kultur. Yeah. Also die Kultur, die thailändische Kultur ist eigentlich nicht das, was Pattaya praktisch zeigt. Aber ich habe ja nichts dagegen, wenn ihr nach Pattaya geht, das ist eine geile Stadt. Ich habe da einen guten Kumpel, der kommt, oder der wohnt da, oder seine Freundin kommt aus Pattaya. Das hat dann nichts mit dem zu tun, nur halt wirklich den Vorteil, dass alle Frauen dort leicht zu haben sind, das stimmt nicht. Weil ich kenne so viele Frauen, also ich kenne da schon viele und ich sehe das ja, wie die ticken. Das ist nicht so. Das Gleiche kann man auch über Estland, über mein Heimatland sagen, zum Beispiel, dass man jede Frau dort kaufen kann. Klar, wenn du 1 Million Euro ihr gibst, dann geht sie wahrscheinlich mit dir für einen Tag aus. Jetzt, wenn sie jetzt nicht verheiratet ist. Und Thailand, glaube ich, ist das Gleiche. Ja. Und ich vergesse again. Ich glaube, du hast Alzheimer. Vielleicht. Du bist alt, oder? Kann ich honestly sagen? Ehrlich sagen, ja. Ehrlich sagen. Gibt es auch Hostel-Laws? Ja. Zum Beispiel One-Night-Stand, jeder Land hat. Natürlich. Das gibt es überall, ja. Ja, aber in Thailand gibt es auch. Ja, natürlich, aber dann muss die Frau den Mann... Gefallen, ja. Geh zusammen. Ja, aber nicht, wenn du jemanden nicht gefällst, dann hast du kein One-Night-Stand. Für was? Jetzt, ich habe es gesehen in Fifi, in TikTok. Deine Frauen. Frauen. Genau. Teilen. Share Erfahrung über das. Die teilen ihre Erfahrung über das? Ja. Übergehen mit Farang. Ja, hübscher Farang. Ja. In Bangkok? Nein, Pattaya, Phuket. Okay, gut. Das gibt es ja überall. Also, nochmal zum Thema zurück. Wir beide denken, dass die thailändischen Frauen sich nicht viel von anderen Frauen unterscheiden und dass man nicht jede Frau in Thailand einfach mal so flachlegen kann und dass nicht alle Frauen in Thailand praktisch leichte Beute sind und dass Thailand nicht Bangla Road ist, Walking Street und Nana Plaza. Also wenn ihr da in diesen 3 Hotspots wart, dann wart ihr nicht in Thailand, da wart ihr eigentlich in so einem Bordell, würde ich sagen. Ja. Aber wenn sage ich, kann kaufen oder nicht, ich sage nein, nicht jeder. Ja. Nicht jeder. Das ist nicht stimmt. Das ist nicht richtig. Ja. Das stimmt nicht. Und ich muss sagen, ich habe keine Probleme noch einmal. Ich muss sagen, don't get me wrong. Verstehen Sie nicht falsch. Ja. Ich habe keine Probleme mit diesen Frauen. Von Pattaya, von Phuket, von Bangkok. Das ist ihr Job. Das ist nicht mein Business. Ja. Das ist kein Problem. Ja.
Also Leute, es ist in Ordnung. Genau, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Gebt uns auf jeden Fall ein Like. Abonniert unseren Kanal und wenn, wie ihr wisst, wenn wir 1000 Abonnenten haben, dann machen wir was? Hm? Bei 1000 Abonnenten. Livestream. Livestreams, genau. Und dann singst du Karaoke, ja, oder? Ja, kann, aber gut oder nicht gut, ich weiß es nicht. Ja, aber wir kann nicht Garantie. Wir probieren es, keine Garantie. Aber genau. Dieses Video nur unsere Meinung. Unsere Meinung. Ja. Vielleicht haben Sie andere Meinung. Das ist ganz. Ja, pass auf. Genau, schreibt auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bleibt gesund. Ciao. Tschüss.